Peace, Freunde, ganz kurz, bevor das Video losgeht, falls ihr auch krasse Boxen, Sleeves oder Matten haben wollt, checkt Sleeve Chief unten in der Beschreibung ab. Erster Link. Wir haben hier einmal die G5 Box, die Pot of Greed Box, OCG Sleeves, Border Sleeves. Es gibt mittlerweile auch Outer Sleeves, eine schöne Matte von Sleeve Chief. Die Produkte können natürlich ausverkauft sein, das heißt immer G61 folgen und Sleeve Chief natürlich auch, damit ihr immer die Releases und die Restocks mitkriegt. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Main. Der sucht den Field Spell für den Rockets, gut zur Color. Und der sucht eine rotäugige Karte, wenn er noch gibt. Nehme ich mal raus. Was ich den anderen gefunden habe, da ist er doch. Effekt Lubellion, um eine Branded Spell Trap Permanente zu aktivieren. Jawohl. Romulus? Effect Romulus? Der addet Dragon Rubin oder eine Drag Unity Spell Trap. Okay. Adden wir die gute Dragon Rubin. Findest du? Effect Dragon Rubin, send it einen Dragon zum Grave oder edit einen Drag Unity Monster. Okay. Absolute Effekt, wenn ihr auf Grave geht, kann ich einen Rocket Monster searchen. Alles klar. Magnum Targets Striker Bang. Ja. Dann Chaining 1 Magnum Effekt, Chaining 2 Regain. Wenn Licht oder 14 ist gebannt wird, kann ich es unter das Deck legen und eine Karte ziehen. Okay, alright. Und Target werden als Striker Bang. Dann Levian Effekt. Wenn ich drei Darks banische, kann ich random eine Handkarte von dem Stack zurückmischen. Okay. Ich hab das Outer Ice hier drin. Nochmal 1, 5.
Zwei. Ja. So. Dann die World Boot Sector. Okay, was bin ich? Die kann entweder zwei Rockets mit unterschiedlichem Namen von der Hand in Verteidigung specialen, also bis zu zwei. Dann gibt die erstmal Push auf alle Rockets, Attack und Death 300. Oder wenn du mehr Monster kontrollierst als ich, kann ich auch vom Grave Rocket specialen bis zur Differenz der Monster, okay, alles kontrollieren. Okay. Effektansagen von der Hand zu specialen. Special. Ja. Dann Effekt Tracer, Target Legionär. Das zerstört eine offene Karte und dann specialt der einen Rocket aus dem Deck. Dafür bin ich aber dann vom Extra Deck in Finsternis Monster gelegt. Jo. Recharger. Ist der bei 3,6 ATK und 2 Auto. Da sette ich dann würde ich in der Endphase Magna Mut resolven zum Ende. Jawohl. Du bist warm. Wollen wir in deine Endphase? Mhm. Ja. Dann Wannabe. Wannabe ist. Genau, ich excavate eine Karte, ist so unter deiner Unused-Stelle Trap Zone, also 2. Ja. Und wenn da eine Trap dabei ist, kannst du setzen. In der Endphase nächsten Spielzugs bitte verbannt. Tut dich verbannt. Ist das immer Endphase? Dirty Endphase. Ja. Dann würde ich das mit Savage Negate. Jawohl. Annulliert die Aktivierung? Ja, annulliert die Aktivierung. Eine zweite könnte man jetzt nur machen. Kommt drauf an, was auf der Karte steht. Wenn da steht Activate, dann ja. Wenn da steht Use, dann steht Use. Ja, Use. Ah, okay, danke. Dann nicht. Okay. Nicht dann alles gut. Sure? Ja. Alles klar. Zerstört der Effekt, den ich gerne zerstört nicht. Does not destroy. Second main. Attempt end phase? Ja, Eintritt end phase ist okay, dann überlege ich auf den end phase. Ja. Erstmal Effekt Seal aktivieren. Okay. Der kann Monster, Hand oder Feld tributen und dann non-targeting eine offene Karte auf die Hand zurückgeben, auf dem Spielfeld. Okay. Und wenn er selber getriggert wird, dann kann ich dann als nächsten Effekt aus dem Deck einen Drachen specialen, aber macht gerade Count F zu 0-0. Ja, okay, Effekt Result. Jawohl. Dann Effekt und Grave zu specialen. Jawohl. Dann Endphase Effekt von Marken und Research. Jawohl. Branded Beast. Wenn ich ein Bestial kontrolliere, kann ich ein Dragon Monster tributen, eine Karte bei dir wählen und dann die Karte zerstören. Okay. Effekt Anzahl, Kosten, Magna Mut und Target machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist
Ja. Till Enfield? Das ist immer noch ein Fest, ja. Meine zweite Wahl. Team Wannabini. Die machen drei. Excavate 3. Das ist jetzt dein Turn. Ja, ist okay. Ja. Ja, würde ich versuchen, mit Savage zu machen. Skill Drain. Das bleibt liegen. Ja, das ist es. Das kann schon ein Bounce direkt auf die Hand, ne? Genau. Aber warte mal. Ich müsste ja auf die Special eigentlich reagieren dürfen, ne? Auf die Summon selber. Weil Regain triggert, wenn du was Specials oder Normals, dann kann ich ein bisschen reviven. Das ist halt die Frage, ob das dann geht, weil wenn das halt direkt in einem Effekt ist. Weiß ich nicht. Sollen wir JP mal fragen? Können wir machen, also quasi als Trigger. Dann. Ja, ja, genau, also auf die Summon im Prinzip. Ja. JP? Kurze Ruling-Frage zu Big Welcome. Wenn Big Welcome Lady summons, die gibt dir dann eine Karte auf die Hand. Kann man in der Zeit Regain trotzdem aktivieren auf die Summon? Das ist die Result von der Karte, ne? Also im Prinzip war das Activate in der Draw Phase. Dann kam Savage, dann kam Skill Drain. Und dann käme ja im Prinzip die Summon von. Genau. Also Result ja backwards. Genau. Also Result dann zuerst. Also das Skill Drain als Savage. Und das ist aber auch die Karte, die dir zu mir auf die Hand gibt, ne? Genau. Dann, und du willst jetzt Regain. Auf die Summon, ja. Das, so. Weil das hat man nämlich gefragt, weil dadurch, dass es ja direkt auf die Hand zurückgibt. Ja. Und Resolve kann auch über Regain, ja. Ja, okay, alles klar. Das heißt, Resolve auch, wenn die Karte schon auf die Hand gegangen ist. Genau. Okay, dann würde ich mit Regain den Magna Move reviven. Ja. Dann wieder seinen Effekt aktivieren. Für den Surge. Ja, okay. Eine Set noch, ne? Ja, wenn der später im Grave ist, resolve der Effekt, ne? Oder? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so. Also bei Imperm ist es nicht so. Ja. Bei Skill Drain kann es sein. Es kann sein, aber ich würde eh. Also ich würde den Effekt ansagen, müsste zwar eh funktionieren, ja. Aber ich würde auch Effekt Beast ansagen, den Tributen und Skill Drain anziehen, zum Schießen. Skill Drain zum Schießen, genau. Werden wir jetzt Standby Phase und dann Main Phase. Normal Summon ist Sacred. Was kann der? Der kann Drachen von Hand und oder Feld als Kosten auf den Grave schicken. Und dann kann ich mir ein Dragon Monster adden, was die gleiche Stufe hat wie die kombinierte Stufe der gesendeten Monster. Dann würde ich einfach mal Lady drauf, auf den Summon. Ja, genau.
So, wann kann sie nochmal was setzen? Wenn eine normal Trap aktiviert wurde und ich sie darauf ankippe. Okay. Das geht. Ich möchte seinen Effekt aktivieren und selber als Kosten weglegen. Stufe 4 zu suchen. Punishment, yes. Ich will noch was daran kippen. Noch was, ja, die Welt. Ja. Der Tag ist Savage wahrscheinlich. Genau, ja, ja. Eine Sekunde bitte. Alles gut. Ja. 3K. Der rennt noch was runter. Genau, ich denke, der würde ja noch ein Flügel des Ungeheuer rennen. Ja. Ja, also wenn halt ein Nachfolger. Was war jetzt nochmal Ihr Protection Effekt? Sie kann nicht getargetet und nicht zerstört werden, solange ich eine gesettete Karte habe. Gesettete Karte ist nicht getargetet und nicht zerstört. Okay, dann sind wir erst im Mainfest. Ich besorge mal meinen Zeitpunkt. Achso, ja, sorry. Genau, das ist egal. Oh mein Gott, ja. Nicht Tatar. Sein Effekt Boot Sector zum Special vom Brave, da der ja mehr Monster gefunden hat. So, dann überlege ich auf die Summon. Habe ich noch ein bisschen aus der Hand ansagen. Okay. Der Special ist sogar ein Dark Dragon Monster Special. Mhm. So, die kann nicht angezogen werden. Die kann es aber diesen Turn nicht aktivieren. Dann ich kann den banishen und in Stufe 8 Licht- oder Finsternis-Monster im Graveyard auf der Hand adden. Okay. Target wäre Levianer. Mhm. Dann add auf Resolve Regain und das Deck zu legen, eine zu ziehen. So, solange du Backup aufgelöst. Licht und Finsternis. Wenn ich Licht und Finsternis, kann ich bis zu 2 Karten Non-Targeting Land zerstören. Okay. Ja, ein Effekt. Das ist das Set. Ja. Sonst nichts mehr, die beiden Dings sind live. Ja, die ist nächste Runde erst wieder live, die Big Ride kommt, sonst gar nicht. Jetzt kann sie ja getargetet werden. Ne? Ja, genau. Ein Stack zu pushen. Chain 1 White, Chain 2 Access Code, Target Unicorn. Ich glaube, wir gehen ins nächste. Ja. Ja.
Ja, absolut. Manchmal diesen Rubbergeruch dann. Besonders wenn die neu sind, die Matten. Ich war eingleisig, zweite Gitter mit der 61er Matte, ja. Ja, die ist auch cool. Ja. Demnächst dann Clove Matte. Und hier 61. Ernsthaft? Ja? Ernsthaft? Nein. Also weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber wäre cool. So. Gehe ich davon aus, möchte ich bestimmt starten. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Gibt dann auch ein gutes zweites Match. Ja, auch ein gutes zweites Match. Stand by me. Yes. Okay. Hmm. Who would have thought? Draw? Ja, another draw for it. Yep. Warte kurz mal hin. Welcome, it's fine. Fine? Ja. Ariana. Ariana-Effekt. Ja. Ist jetzt auch allein. Wegen Jan. Ja, einmal, das ist ja auch ein Labyrinth-Effekt. Achso, der Labyrinth oder ein normaler Fall. Ja. Machst du erstmal weiter noch? Ja, dann Standby Main. Ja. Ich anfange mit Effekt Rebellion zum Search. Zum Search. Yes. Search Mons Magnum. Quick Launch. Das Special ist ein Rocket aus dem Deck. Dafür darf das Rocket Monster nicht an. Okay, jetzt kannst du drauf ankippen. Mhm. Seht ihr Effekt? Ja, schon mal noch klein. Alles gut. Ja, ist okay, da ist ein Spiel mit Grave.
machen wir das jetzt. Ja? Striker Dragon. Effect Chainlink 1 Striker Dragon für Search. Effect Chainlink 2 Nocturne Vision zum Special. Okay, da würde ich jetzt gerne ein, zwei Sachen anbieten. Mhm. Skillman? Mhm. Das was noch ankippt? Nein. Das ist soweit okay. Das Target ist wahrscheinlich eher, ne? Ja, genau. Dann kommt Skilldrain, dann kommt Nocturvision, dann kommt der Search von Striker. Ja, ja, genau, der kommt. Ja, aber dann kommt auch alles. Ja, dann das. Ja, aber nicht optimal. Zwei Unbekannte, die ist aus, die kann noch, aber ist ja eher das Skill Drain. Nee, ja, aber die kann auch nicht mehr, also ich kann nur einen Effekt erkennen. Eines, der meint er noch, ist wieder. Ja. Verstehe. Die ist auch aus. Kann ich nicht durch Karteneffekte zerstört werden? Das geht halt nicht. Ah ja. Ja, aber es ist gar nicht zerstört. Saromir Ansage. Mhm. Target. Nehmen wir die Entis raus. Das möchte jetzt gar nicht Games. Ich kann das auch wissen. Ich würde dann ihm schon mal Chainlink 1 ansagen, für was zu senden. Branded Spell. Gozen. Mhm. Schicke ich runter. Kann ich was im Trade? Bitte? Kann ich was im Trade? Nee, im Grade nicht. Okay. Dann würde ich hier Eintritt Battle Phase ansagen. Jo. Main Phase 2. Ja. Wie machen wir das jetzt? Kleiner Drop.
Nee. Fett am Mess? Ja. Resolved. Ja, das Target Überleg auf Target. Wie viele kannst du schießen? Eine. Muss Target EOS kosten. Ich glaube, es ist ein Fins negated. Schießen Sie? Immer noch 8 zu 8. Achso, ja, 7 zu 8. Okay, gut. Dann, ja. Hat den Effekt, ging, also, genau. Achso, das ist ein Inherent Summon. Wenn er im Grave ist oder von der Hand, kann ich einen Finstern, kann ich einen Grafikstufe 6 oder höher. Wegen Attack Declaration hast du das gemacht, ne? Ja, genau. Ja, okay. Warum Stack? Gut aus. Okay, End-Phase Beast Attack, also Regain Attack. Okay. Genau, also das kann die, als Side-Effekt kann der permanente Branded Spelltrap dann in der End-Phase aktivieren. Ja. Jo. Draw? Another draw? Mhm. Big welcome? Yes. Mhm. Dann habe ich einen Trigger. Mhm. Zum Setzen, ne? Genau. Ja, das ist auch okay. Die kann aber diesen Turn nicht aktiviert werden, ne? Genau. Du hast nichts im Grave, ne? Nur die Ariana. Nur Ariana im Grave, die ist nächsten Turn wieder live. Okay, dann sage ich hier Magnum-Effekt an. Ja. Elektro-Target. Target wäre Striker. Okay. Okay. Summoned, ja. Ja, ja, aber ich kann auch nicht die Kampf machen. Das ist aber okay, ne? Sonst. Dann Chain 1 Magna Mut, Chain 2 Regain, da ein Licht oder Finsternis verbannt wurde und das Deck eine C. Cooles Deck. Mhm, finde ich auch. Macht sehr viel Spaß. Die war gerade die Runde gesettet. Lady müsste jetzt aber live sein, ne? Die kannst du special von der Hand. Genau. Summoner ist da. Das ist ein aktivierter Effekt. Von Beast? Ja. An sich ja. Also es ist nicht die Aktivierung einer Karte, sondern die Aktivierung eines Effekts. Ja.
Die discardeten Licht oder Finsternis und dann darf ich einen Stufe 4 bis 8 Licht oder Finsternis mit dem anderen Attribut auf die Hand nehmen, das nicht genommen werden kann. Also ich habe jetzt Licht discardet, darf ich mir das Finsternis ändern. Genau. Sehr gut. Was hat der für Sonnenkondition? Einfach bis zu 3 Licht- und oder finsternes Monster vom Grave Vanisher. Okay. Dann ist ein zweites Sound-Special. Licht und Finsternis. Dann Effekt Levianer. 2 Non-Targeting zu schießen. Oh. Stack Chaos Space, die kann sich vom Grave banishen und dann kann ich ein Licht- oder Finsternis-Monster, was auch nicht genormelt werden kann, unter Stack legen, eine ziehen. Tag ist weit. Hier runter, ich war nicht mehr dran, ne? Rats abholen. Ja. Ich hatte noch nicht genormelt, ich hatte nur Dings geschoren. Die kenne ich nicht, die Ladies noch weiter. Das geht nicht. Du hast noch die Ariana, ne? Die würde ich dann targeten. Kann man den Grave, oder? Nee, der kann im Grave nichts. Der kann einmal pro Spielzug ein verbanntes Licht- oder Finsternis-Monster zurückspecialen. Und wenn du einen Monster-Effekt aktivierst, kann ich entweder bei mir oder bei dir eine verbannte Karte zurück ins Deck mischen. Und dann, wenn ich bei mir was zurückmische, zerstört das Monster. Wenn ich bei dir was zurückmische, negiert es einen Effekt. Das ist 3-5, ne? Ja, genau. Das wäre es wahrscheinlich wichtig. JP? Ist der draußen? Ja, wahrscheinlich. Hallo? Ich weiß jetzt nicht, Judge? Ja. Wie ist das, Max, wenn Magnamut unter Skill Drain aktiviert wird? Ja. Der aktiviert sich am Feld. Ja. Der resolved aber in der Endphase und der verlässt bis dahin das Feld. Resolved er dann? Der wurde negiert. Oder ist das wie bei Imhorn? Bei Tod? Oder bei Skill Drain? Das musst du wie bei Imhorn sagen. Sicher? Wir können JP nochmal fragen, ob ich bin relativ. Weil ich weiß, bei Imhorn ist es auf jeden Fall so, aber es gibt auch Szenarien, wo es nicht so ist. Ich meine, er resolved halt, er aktiviert sich auf dem Feld. Ja, ja. Und resolved ja erst am Ende des Zuges, aber ja, er ist ja dann annulliert worden. Ja. Ich würde sagen, Imhorn ist es definitiv so, das weiß ich auch. Bei Imhorn ist es auf jeden Fall. Ja. Wir haben Skill Drain versus Magnamut. Wenn Magnamut sich unter Skill Drain aktiviert, dann vor der Endphase das Feld verlässt, resolve er dann und nicht wie bei Imhorn. Der ist aber auf dem Feld negiert worden. Also Imhorn negiert ja auf dem Feld. Hätte mich auch sehr gewundert. Ja, dann würde ich in die Endphase gehen. Ja. Ah, sorry. Ah. Lady voll vergessen.
Das ist ganz schlecht. Wait, hättest du mich nicht so anhalten können? Der darf dich angreifen, wenn sein Effekt aktiviert. Ah, achso. Jawohl. War das auch unter Spielen? Nee, die ist schon weg gewesen dann. Die hat schon mit Beast geschossen. Ja. 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 Ja, das ist okay. Nicht zerstört. Doch, doch, der kann zerstört. Achso. Ja. Und Trigger-Effekt. Wirkung? Muss aber schon mal ein Fallen-Effekt. Ja, setzen. Ja. Effekt zum Ziehen? Ja. Ja, und da. Dann würde ich in die Endphase gehen. Auch schon. Okay, in deiner Endphase? Effekt? Dann einfach das Special, ne? Genau. Dann auf die Summon Regain und wann du das Special? Was macht das? Zieht ihr denn? Also wenn du was Normals oder Specials, kann ich ein bisschen im Grave targeten und aufs Feld Special. Okay, dann würde ich gerne darauf reagieren. Willst du mal was anketten? Nee, da kommt nichts. Würde dir die dann wieder auf die Hand geben? Also, mit 1, Gen 2. Sie kam einfach nur von der Hand, ne? Genau, die kam von der Hand durch Dogmatik. Ja. Ja. Strong. Standpoint. Welcome? Ja. Okay. Kannst du auf meine Monster-Effekte nicht mehr reagieren, wenn Monster durch normalen Fall-Effekt das Spielfeld reagiert, kann ich dir in einem Tag eine Karte poppen. Ja, Hand oder Feld. Genau. Und dann andere Effekte im Endeffekt kann eine Normal Trap aus meinem Deck setzen. Aus meinem Grave. Ja. Nicht mehr? Ja, ich spiele 5-9. Das war 1. Lane 2. Punishment muss noch weg. Ah, ne, die haben es gesetzt. Achso, Lucky Lady. Ja. Gut aus. Ja, und? Ja. 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 Ah, ne, kann ich nicht anketten. Ich habe keinen Platz mehr. Achso, die Lady ist erkennen, ja. Okay? Ja. Zwei Trigger-Effekte? Chain 1, Chain 2? Ja. Die würde dann 1-4? Ja. Ach, was? Ja, okay. Standby von Main. Deiner Standby? Und die Spawn. Kann das Game 3 gehen? Okay. Und dafür noch Zeit. Aber Reinergold war Spaß. Reinergold. Hier. Zwei Zauber.
Ich freue mich. Alles gut. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Overtime. Wir hatten ja Judge Calls. Dann kannst du ja noch schön Burn reindrücken. Ne? Nee, ich bin ehrlich, ich habe keinen Burn. Allerdings im Extra. Ich rausgenommen. Okay. Ich bin auch nicht. So, ich habe mich mal Nee, wir gehen 3 Punkte. Ja. Aber wir hatten 2 Judge Calls. Ja. Hast du Extension? Bisher noch nicht, musste man fragen. Ich würde anfangen. Okay, draw, standby, play. Ist die Frage, ob wir Extension kriegen oder nicht. JP, frag ihn mal. Sonst ist Draw. Ja, okay, ich weiß nicht, ich habe nicht gebrickt, sondern für den Moment gerade. Ja, ich schon gezogen. Ja? Okay, another draw. This one, this one. Okay, aus Space. Ja. Das ist klar, wenn du selbst dann gut gehst. Du Rebellion und direkt hinterher an. Nee, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Wir machen wieder Rematch, das war ja, das war schon irgendwie auch schade. Ja, das ist, ich muss sagen, ich war besser gespielt als der Fußball. Du hast die Dennis abgesprochen, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich dachte eigentlich, dass ich mir jetzt sagen, das ist ein Kauf, das ist ein Burn. Ich hab aber mal aufgehört. Ich überlege auch mittlerweile, ich immer wieder in der Kauf schlagen. Back to the Brennan's Talk again. Wenn du echt keine Autos hattest, ja, gut, vielleicht hast du Zeit gehabt. Oder so. Kann nur poppen, right? Genau, die kannst du. Okay. Okay. Yeah. Ich bin jetzt nicht verstehen, weil ich verstehe, dass du locker nicht unterwegs, aber generell geht das Stil aus so geil. Ja, das Ding ist, ich hab halt auch nichts, ich hab nichts zu hören. Hast du nichts? Nein. Achso. Back, target sich und Tracer. Schießt ein Special. Ja, edit. Achso, okay. Next target. Ich bin ganz alles voll. GG. Gut gespielt, schönes Deck. Ach so, ich ja. Nein, schau raus, bitte.